Ja, das haben wir noch nicht aufgenommen. Deswegen habe ich das mal gemacht. Continue und dann dauert es eine Weile, ne? Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Space Engineers. Ja, genau. So sieht der Ladebildschirm aus, übrigens. Ja, ich lade mal, ne? So, ich habe hier mal ein bisschen was rein. Natürlich ist es noch lange nicht voll, aber. Oh, wieso? 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 Was? Ich habe das doch umgestellt gehabt, dachte ich. Ich dachte, ich hätte das umgestellt. Ja, was soll's. Jetzt müssen wir ein bisschen schnell sein, glaube ich. Ich habe mir natürlich jetzt nicht angeguckt, was wir jetzt hier alles kaputt machen werden. Aber gut, wir können ja nochmal drehen. Die Drehung können wir nochmal machen. 9 Stunden hält der Akku so. Ist auch okay. So, 5. Wir hängen drauf, wir machen 4 machen wir mal aus und 7 stellen wir wieder auf Charge. Genau das hatte ich eigentlich gerade eben auch getan. Habe ich hier vielleicht die falsche Batterie drin? Warte mal. Immer? Tatsächlich. Ich bin doch. Ja. Recharge on off. So. Jetzt aber. Genau, und die stemmt nämlich noch auf Auto. Und jetzt, wenn wir die auf Recharge stellen, dann passt das. Sehr gut. Okay, einfach mal die falsche, die falsche Batterie reinkonfiguriert. Schön. Okay, also gut. Damit wird jetzt unser... Also ich habe ein bisschen Eis gefarmt. Hier ist ein bisschen was drin. So ein bisschen was, ne? Also 41.000. Und hier haben wir ja diesen... ich das jetzt hier? Ah, ich weiß. Alles gut. So. Und hier haben wir ja diesen diesen H2O2 O2H2-Generator, so rum. Ist ja eigentlich egal wie rum, aber der macht aus Eis jetzt schon mal Hydrogen. Und das Hydrogen wird hier in diesem Tank inzwischen gelagert, weil der... Ich denke, dass der H2-Generator zu langsam ist, um das Schiff anzutreiben. Das ist der ganze Hintergrund. So, wir können mal in den H2... Ne, Hydrogentank heißt er hier. Muss den mal umbenennen. Muss mal hier H2 dazu schreiben, einfach nur, damit ich den schneller finde. So. Und hier vielleicht nochmal... So vielleicht. Okay. Und das sieht man jetzt, der ist jetzt zu 6% voll. Und das dauert noch eine ganze Weile, bis der wirklich randvoll ist. Und wenn er randvoll ist, würde ich sagen, dann fliegen wir doch mal hoch und schauen wir, ob wir im All vielleicht mehr Glück haben. Ich habe in der Zwischenzeit mal noch ein bisschen was in Auftrag gegeben. Oh, vielleicht können wir das nach hinten schieben. Und zwar mal einen besseren, ja, einen besseren Schweißaprillo und eine bessere Flex. Ja, weiß ich nicht. Einfach mal gemacht. Und eben 2 Sauerstoffflaschen und 2 Hydrogenflaschen. Die werden hoffentlich dann automatisch auch befüllt erstmal. Und dann können wir die mit ins All nehmen. Und dann, ja, dann können wir mit den Raumanzug ein bisschen rumdüsen da oben. Und können mal so gucken, ob wir da irgendwie was finden. Hier habe ich noch Blöcke, die nicht so schön sind. Warte mal, können wir das hier so... So. Achso, das ist noch nicht fertig geschweißt. Ah, so, okay.
Beton schweißen, ne? Naja. Okay. Ist halt so. Ist halt ein bisschen limitiert. Okay. Hier die Düse. Das habe ich mir nämlich gedacht. Das ist sehr, sehr knapp, was das angeht. Vielleicht mache ich hier das nochmal weg. So. Und mache hier unten. Gibt es so ganz, ganz kleine Blöcke. Hier, die hier auch. Vielleicht geht das. Das ist besser, ne? Ich glaube, das ist besser. Haben wir Concrete noch irgendwo rumfliegen, hoffentlich. Warte mal. Haufen Zeug drin. Keiner weiß mehr, wo was liegt. Geht natürlich nicht, weil hier was im Weg ist. Okay. Kritik akzeptiert. Hier möchte ich vielleicht sowas hinmachen. Trotzdem. So, weiß man das Ding mal eben. So nämlich will ich das. Ja. Einfach nur, falls mal irgendwie was sein sollte. Und das Ding hier disconnected, damit, wenn es nach hinten umkippt, nicht alles kaputt ist. Genau das gleiche eben auch hier. Hat man früher öfter mal. Momentan ist das noch nie passiert hier auf dem Server. Weiß ich nicht, ob das noch kommt oder ob das jetzt gefixt wurde oder, keine Ahnung. Ja. Die machen wir auch mal fertig, weil es sieht ja furchtbar aus. Passt ja gar nicht zusammen. So. Okay. Ja. Hier auch mal. So. Jetzt aber. Jetzt passt das. So, okay. Warte mal, wir können auch den da unten nochmal umsprühen, weil der sieht schon sehr rostig aus, finde ich. So. War mal ein kurzer Hänger irgendwie? Keine Ahnung. Okay. Gut. Gefällt mir doch schon ganz gut. Das passt doch schon. Ja, das kann man, denke ich mal, erstmal so lassen. Schön. Schön, schön, schön. Und der eine Thruster hier, der hat ordentlich Power, glaube ich. Weiß nicht. Ich hoff's. Ich hoff's, dass der ordentlich Power einfach hat und dass wir da keine Probleme haben. Hoch und hoffentlich mit dem Fallschirm auch heilen, wieder runterzukommen. So, wir haben Flaschen fertig. Die legen wir doch gleich mal in den H2. Warte mal, wieso habe ich das rausgenommen? Bin ich. Ja, AW, genau. Ahoi. Hydrogentank, Hydrogengenerator. Warte mal, wieso kann ich das da nicht reinlegen? Braucht das vielleicht einen großen Slot, um das rüber zu schicken? Na gut, wenn das so ist, dann kann ich das. Ja, genau, dann kann ich das vom Cockpit aus machen. Weil da müssten überall große Slots sein. Ja, perfekt, passt. Dann machen wir es doch so. Oh, passt nicht mehr rein, ne? Ist das da rein? Nein. Okay, warte mal. Mal so. Zack. Das geht so wunderbar schnell. So. Okay, Ah ja, genau. Rasen konnte ich ja von hier, oder? Die Flaschen. Das ging ja. Hier. Ah ja. Der ist noch am Bauen. Braucht ganz schön lange für so eine Flasche. Kann doch nicht sein. So, jetzt aber. Dann nehmen wir uns die auch mal ins Inventar. Dann nehmen wir uns hier mal noch was mit. Was ist der Reconnector? Was? Ja, whatever. So.
So, und dann legen wir hier das hier wieder hier rein. Zack, voll. Das hier ebenfalls. Zack, voll. Perfekt. So. Warte mal, nochmal kurz. Ich lege mal meine schlechteren Werkzeuge irgendwo ab. Vielleicht. Ach so. Ja, genau. Vielleicht da. Das wäre nicht mal so dumm, vielleicht. Wenn ich hier X drücke. Okay. Hat rein gar nichts gebracht. Ich dachte, vielleicht federt es den Sturz ein bisschen ab. Da wollte ich ja hier reinlegen. So. Dann. Ach nee, bin ich doof. Brauche ja hier gar nicht so ein Character Tools, sondern nämlich hier. Das hier und das hier. Und auf 3 war der auch nochmal. Der hier. So. Was? Kann ich den nicht auf 2 Slots gleichzeitig legen? Okay, gut, dann nicht. Oh, wir sollten noch einen Boder mit ins Weltall nehmen. Vielleicht nehmen wir dann auch gleich einen guten mit. Einen guten Boder. Hier. Der ist nämlich gar nicht mal so teuer. Gott, nur ein bisschen Nickel und Dingens und so. Einfach nur, der müsste ja. Ich weiß nicht, wie das ist mit der Reichweite, also mit der Scanner-Reichweite, ob der hier weiter ist als der. Aber ich würde vielleicht ganz gerne eben so ein paar Asteroiden abklappern und dazu einfach eben so einen normalen Bohrer mitnehmen. So nämlich. Und dann, hier G, Character Tools. Dann den hier rein. So. Jawohl, dann haben wir jetzt einen Bohrer mit. Wunderbar. Okay. Schön. Also jetzt haben wir einen Bohrer. Wir haben alles mit eigentlich. Muss nur noch der Tank voll werden. Dann können wir mal loslegen. Schauen wir mal kurz, weil ich neugierig bin. Der Tank ist zu 16% gefüllt. Das dauert doch. Das dauert. Ja, das dauert. Vielleicht mache ich in der Zwischenzeit so ein bisschen unsere Base muss schöner werden. Und vielleicht hole ich nochmal Eisen? Oder Kobalt? Kobalt vielleicht mal. Hab ich schon lange nicht mehr geholt. Vielleicht hole ich mal Kobalt. Okay, dann ja, bis gleich, ne? Wenn wir dann mal abheben mit dem Ding. Wir könnten das vielleicht noch. Wir könnten das vielleicht noch umfärben hier, das Gerät. Wir haben gerade so ein. Was nehmen wir denn für eine Farbe? Können wir hier vielleicht irgendwie. Wie kann man denn da unten die Farbe durchschalten? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Egal. Wir schalten hier die Farbe durch. Was nehmen wir denn da für eine Farbe für ein Weltallflugzeug? Vielleicht mal gelb? Es ist ja auch ein Ohrfahrzeug. Nee, machen wir vielleicht mal. Oder hier so ein dreckiges Gelb, das ist super. Ein dreckiges Gelb und texturmäßig, was haben wir hier? Glamour Armor. Camouflage. Okay. Warte mal, das ist ja das. Wir wollten doch Camouflage. Hier, Camouflage. Mal ausprobieren. Das sieht sehr haarig aus, ja. Ja, gut. Okay, ja. Ja, die Farbe gefällt mir noch nicht so ganz. Ein bisschen dunkler vielleicht. So. Aber ich störe mich noch ein bisschen daran. Also das Camouflage ist nicht das Richtige. Clean Carbon Fiber. Nee. Ja. Ja, doch, das sehe ich.
frage mich ja, wann wir wieder Farbe nachfüllen müssen. Wir haben ziemlich viel eigentlich schon angespritzt, finde ich. Aber ihr seht, das ist das, was ich nicht so toll finde, dass ich jeden einzelnen Block ansprühen muss, damit ihr die Farbe bekommt. Das ist das, was mir nicht so gefällt an dem Mod, weil wirklich jeder Block halt angesprüht werden muss, damit das wieder zum Konzept passt. Und hier oben. Genau, und jetzt muss ich nämlich da oben irgendwie drauf, was ich sonst gar nicht müsste. Was? Habt ihr das auch gesehen? Ja, ne? So geht das. Okay, nochmal. Wenigstens bin ich diesmal nicht runtergefallen. Nochmal. Nein. Dann nehm halt den Helm ab. Darth Vader. Aber das geht, ne? Ja, hoffen wir einfach mal, dass wir nicht vom Himmel fallen. Wieso gefallene Engel? So. Gut, dann haben wir das auch. Dann, ja, dann Dankeschön fürs Zugucken, oder? Machen wir das so eine Kurve? Nee, machen wir nicht, ne? Das wäre jetzt noch ein bisschen länger, oder? Ist ja immer nichts passiert. Okay, so. Dann sehen wir uns gleich wieder. Machen wir es so, ne? Oh je, mir ist gerade was aufgefallen. Irgendwie drehen sich die sehr langsam. Und anscheinend, weil ich hier noch ein bisschen angebaut habe, haben die jetzt eine andere Windclearance. Und wenn man sich das hier anguckt, pur. Und die haben irgendwie 55 kW oder so Maximum Output. Oder warte mal. Wieso wird das gerade mehr? Wieso wird das gerade mehr? Der Windspeed ändert sich aber nicht. Oder? Nö, der Windspeed ändert sich nicht, aber okay, wie auch immer. Ich wollte die jetzt höher setzen, aber funktioniert ja doch wieder. Na gut. Okay, überredet. Weil ich habe nicht auch gesehen, dass wir hier unseren Akku leer lutschen. Also der war gerade. Okay. Der war gerade, stand hier ein paar Minuten, hält er nur. Okay, ja, jetzt wird's besser. Ja, 8 Stunden. Okay, damit kann ich leben. Oh, 5 Stunden. Okay, na gut. Ja, ja, mal schauen. Okay, oh. Dann gucken wir mal hier kurz. Rein Interesse. Wie sieht's denn? Ja, ich hätte natürlich dort auch gucken können. Ne? Wie sieht's denn mit unserem Tank hier aus? Ja, 34%. Okay. Ich habe in der Zwischenzeit Kobalt geholt, ne? Nur mal so. Damit ihr wisst, was ich jetzt hier veranstaltet habe. Und dann kam ich zurück und dann haben die sich halt kaum gedreht. Was ist denn hier los? Und jetzt drehen sich die sich auch schneller. Vielleicht liegt es wirklich irgendwie an Wind oder so. Oder keine Ahnung. Weiß man nicht, was die Mods so alles machen. Okay. Und dann würde ich sagen, dann mache ich jetzt aber hier mal weiter, ne? Ja, da ist was beim Bauen einfach mal direkt neben der Base gespawnt. Das ist super. Also was heißt direkt? Ein paar Meter. Schauen wir noch mal, was drin ist. Oh. Space Credits mal wieder. Ich habe keine Ahnung, was ich die nehmen soll. Und bling! Einen Kuhanzug. Toll. Boah. Ja, da kommt Freude auf. Hey, der Tank ist ja voll. Ist ja super. So. Ich habe mal hier ein bisschen den Weg gebaut. Ne? Also hier kann man rauf, da kann man rauf. Ja. Hier weiß ich noch nicht so recht, wie ich es dann weitermache, beziehungsweise ich will ja das ganze Ding sowieso irgendwann mal
umbauen, also mitnehmen oder so, oder keine Ahnung, oder fahren wir komplett neu, ich weiß es noch nicht. Weil ich meine, hier habe ich halt mal Concrete verwendet und ja, ja. Vielleicht lassen wir das einfach stehen, so als Base halt einfach. Und lassen wir hier halt was haben. Und dann, ja, bauen wir halt vielleicht noch ein Schiff trotzdem separat. Das ginge ja auch, wäre nicht so das Problem. So. Okay, so viel dazu. Warte mal, ich kann mal ausmachen. Ich würde jetzt mal hier einsteigen. Dann, machen wir hier mal diesen hier. Dann schauen wir doch mal, was wir hier alles mit haben. Ja, das passt. Und dann schauen wir mal. So. Also, wir haben 820 Eis mit. Würde ich ein bisschen mehr einlagern vielleicht. Würde ich vielleicht ein bisschen mehr einlagern. 2,7. Ah. Hier Hydrogen. Warte mal, wo ist denn der? Wo ist denn der Generator? Ah, hier. Achso, das ist der Generator. Achso, okay. Gut, der macht ein bisschen was. Dann würden wir vielleicht in den Connector, mal noch voll machen. Und ja gut. Nehmen wir noch ein bisschen Reserve mit, einfach nur, damit wir noch was mit haben. So, dann reicht's aber echt, glaube ich. Ich glaube, dann reicht's echt. Dann sollten wir erstmal, wir haben noch ein bisschen Notfalldings da, wunderbar. Okay, gut, dann würde ich sagen, let's go. Mal schauen, ob's fliegt. Los geht's. Geht's. Ab in den Himmel. Oh Gott. Bridgebahn. Ja, das dauert jetzt eine Weile, ne? Ja, so hoch waren wir, glaube ich, noch nie. 4 Kilometer. Cool. Nur um euch mal was zu zeigen und so, nur damit ihr das von außen mal seht überhaupt und so, weil es von außen vielleicht auch mal schön ist, das anzusehen. So. So sieht das Ding aus. Ja. Haben wir gesehen, ne? Ist wesentlich ruhiger hier außen. Riesending da unten, der Riesenfeuerstrahl. Cool, cool, cool. Hat schon was. Die Ansicht hat schon was. Muss man schon echt sagen. Die Ansicht hat schon was. Sieht schon cool aus, so. Aber wie gesagt, eigentlich möchte ich ja von der Innenperspektive aus spielen. Hauptsächlich. Also eigentlich nur. Oh, cool. Irgendwie schon cool. Irgendwie schon cool. Also finde ich schon cool. Ja, die Gravitation nimmt ab. Auf 12.000 Meter. Aber nur noch halb so viel wie unten. So. Ja, das wird schon. Wir laufen auf 3% von dem, was die Batterie leisten könnte. Das ist eigentlich echt gut. Das ist echt super. Finde ich klasse irgendwie. Können wir das vielleicht sogar noch reduzieren? Warte mal. Das können wir sogar noch reduzieren. Okay. nicht so besonders viel. Hat jetzt nicht viel gebracht. Können wir laufen lassen. Ist egal. Ja, da unten waren wir mal. Oh Gott. Bin ich mal gespannt, wie das mit dem Landen funktioniert. Ich meine, nach unten kommen wir auf jeden Fall irgendwie. Irgendwie, ne?
Ja. Dauert eine Weile, ne? Bis dass wir außerhalb der Gravitation sind. Aber es wird. Es wird. 0,2 G. Das ist nicht mehr so schlimm. Der Feuerstrahl da unten halt einfach der riesige. Die seitlichen oder die anderen, die sind nicht so extrem. Ist nur der so wahnsinnig. Weil das ein großer ist, ne? Aber der ist halt effizienter, glaube ich, als die kleinen. Deswegen, ja, nehmen wir den, um nach oben zu kommen. Und deswegen habe ich den auch da dran gebaut. Weil ich glaube, dass der effizienter ist. Der halt mehr aus dem Fuel rausholt. So. G. Gleich haben wir es geschafft, glaube ich. Ich sehe da vorne den ersten Asteroiden. Aber da fliegen wir mal besser nicht hin, weil das ist noch in der Schwerkraftzone. Da möchte ich eigentlich nicht unbedingt was minern, wenn ich ehrlich bin. Weil wir da so viel Treibstoff eigentlich verblasen, was nicht unbedingt notwendig ist. Jetzt gucken wir gerade mal. Nur mal so spaßeshalber. Ja, guck mal. Wir verbrauchen nämlich da schon ein bisschen was. Wenn wir da fliegen. Und der H2-Tank wird wieder aufgefüllt. Also wir haben unten haben wir halt viel gebraucht zum Raufbeschleunigen. Und jetzt brauchen wir halt kaum noch was. Wir treiben sozusagen dahin. Wahnsinn. Cool. Wir treiben sozusagen so ein bisschen dahin. So. Lange kann sie ja nicht mehr dauern. Lange kann sie ja nicht mehr dauern. 0,05 G. Ja, also da fliegen wir jetzt ziemlich, ja, ziemlich schnell in diese Richtung da oben. Könnte ich mich jetzt mal dahin drehen vielleicht? 0 G. Okay, wir fliegen jetzt wahnsinniger Geschwindigkeit in diese Richtung. Okay, von hier innen einen Asteroiden zu finden, glaube ich, ist unmöglich. Gut, das ist unmöglich. Ich muss das trotzdem von der Außenansicht machen, es geht nicht. Weil man sieht hier halt null. Man sieht hier halt überhaupt nichts. Okay, es ist auch sehr dunkel. Es ist auch sehr dunkel. Muss man ganz ehrlich sagen. Vielleicht fliegen wir einfach mal Richtung Sonne. Vielleicht macht das mehr Sinn. Diesen hier und dann machen wir die Dämpfer an. Zack. Jawohl, da werden wir aber gebremst hier. Zack, so. Wir sind im All übrigens. Schön, ja? Dämpfer aus und dann gehen wir in die Richtung Gas. Warte mal, das können wir von außen nochmal angucken. Das ist halt süß, ne? Im Vergleich zu dem da unten. Warte mal. Zack. Warte mal, können wir mal den Dämpfer nochmal anmachen? Einfach nur, damit er geradeaus fliegt. Okay, so. Ist das da vorne ein Planet oder ist das ein Asteroid? Vor der Sonne? Weiß es nicht. Aber wir fliegen einfach mal in die Richtung und hoffen mal, dass wir irgendwann irgendwo einen Asteroiden sehen, wo wir dann hin können. Ja. Beziehungsweise ich könnte das Schiff hier auch einfach stehen lassen. Das ist ein Planet da vorne, ne? Übrigens. Ich könnte das Schiff hier auch irgendwo einfach stehen lassen und mit einem Anzug suchen. Wobei es eigentlich wenig Unterschied macht, oder? Ich meine, wir verbrauchen jetzt auch keinen Sprit, wenn wir so fliegen. Sehe halt nichts. Ich sehe halt nichts. Ich sehe keinen einzigen Asteroiden. Das ist nicht gut.
Normalerweise müsste doch da mal was kommen. Ich sehe halt nichts. Okay, ich würde sagen, ich melde mich wieder, wenn ich was sehe vielleicht. Ich fliege einfach mal in die Richtung und hoffe mal, dass ich irgendwann auf irgendwas stoße. Also nicht direkt drauf stoße, aber dass ich mal was sehe irgendwo. Meinetwegen auch am Bildschirmrand oder so. Hauptsache ist, ich sehe mal was, aber ich sehe halt nichts. Ja, gar nichts. Ich hoffe, ich bin nicht blind oder so. Kann ja auch mal passieren. Aber es ist schon ein bisschen besorgniserregend, dass hier nichts ist. Hätte ich doch diesen einen da unten mal untersuchen sollen. Den wir hatten beim Aufstieg. Oh, ich hätte mir einen Waypoint machen sollen beim einem Aufstieg. Oh nee, naja. Schon so gut wie zu spät, ne? Naja, eigentlich schon zu spät. Ja, ich fliege in die Richtung, ne? Wir sehen uns. Ja, ne? Oh, wir können auch das in der nächsten Folge machen, sehe ich. Dann sage ich an der Stelle einfach vielen lieben Dank fürs Zugucken und ob wir dann was finden, sehen wir in der nächsten Folge, ne? Ganz, ganz gemein. Super. Ja, dann macht's gut. Ciao.